Das Retro Games in Karlsruhe ist der erste eingetragene Verein für Videospielkultur. Hier am Computer steht gleich Chris Atari, einer der zwei Gründer. Hallo Chris! Hallo Tex! So, wir sind hier in dem ersten eingetragenen Verein für Videospielkultur in ganz Deutschland. Hier gibt es Preziosen aus allen Jahrgängen. Was ihr hier seht, ist alles echt. Die Jungs sind schon berühmt. In 2004 waren sie beim Air in Style und haben dort die Snickers Lounge bestückt mit ihren Automaten. Das will was heißen. So etwas wie es hier gibt, gibt es weder in Berlin, noch in Köln, noch in Hamburg. Schaut euch einmal um. Chris, was ist das, ein Polyplay? Der Polyplay ist der einzige Videospielautomat, der in der DDR gefertigt wurde. Natürlich nicht der einzige, es gab etwa 2000 Stück davon, aber es existieren nicht mehr viele. Laut Spiegel habe ich mal gehört, existieren noch 5 Stück in Sammlerhänden. Ihr habt 2 davon hier. Das kann nicht so richtig sein, das stimmt doch was nicht. Naja, wahrscheinlich haben wir die weltweit größte Polyplay-Sammlung mit unseren 2 Exemplaren. Es dürfte eine große Dunkelziffer geben, was die Automaten angeht, aber richtig viele sind es tatsächlich nicht mehr. Hier gibt es aber noch viel, viel mehr. Let's go, Kids. Zu meiner Linken ist Lenno. Lenno ist gerade an einem Atari 2600 beschäftigt. Lenno, was ist dein Lieblingsspiel in diesem Laden? Zeig uns das doch einfach mal. Ja, da muss ich sagen, Atari sammel ich, ist auch meine Lieblingsspielkonsole. Aber wir haben ja nicht nur Spielkonsolen, wir haben auch Automaten. Da ist der Asteroid. Asteroid. Das ist dein Lieblingsspielautomat. Sag uns doch einfach mal, wieso. Ganz eindeutig, das ist das erste Videospiel, was ich jemals selber gespielt habe. Als Kind. Im Original. Des Asteroids. Mein Gerät. Damals an einem Automaten in einer Spielhalle oder zu Hause auf einem kleinen Atari? Natürlich im Urlaub in Spanien am Original. Es ist genau dieses Gerät, was ich früher gespielt habe. Ja. Welcher Jahrgang ist das hier? Das ist von 1979. Besonderheit Vektorbildschirm. Sehr spannend, sehr viele bewegte Objekte. Als Kind konnte ich es entschieden besser als heute. Verdammt gute Angelegenheit. Gehen wir weiter zu den Flippern. Okay, in der Flipper-Sektion gibt es natürlich nicht ganz jugendfreie Flipper wie Sexy Girl, aber natürlich auch familienfreundliche wie Adams Family und speziell den 8-Ball. Soweit ich weiß, ist der meistverkaufte Flipper aller Zeiten. Doch was macht dieses Gerät so besonders im Gegensatz zum Beispiel zu einem Frankenstein? Es ist natürlich irgendwie originaler, es ist noch richtiger Flipper, es ist noch vom Sound, vom Spielgefühl her, ja, irgendwie retro. Und er hat ein Glockenspiel statt elektronischen. Wow, da sieht man mal, in 20 Jahren Flippern sind wir ganz schön weit gekommen. So, machen wir noch ein bisschen die Runde, Boys and Girls. Mein persönlicher Favorit in diesem Laden ist der Flash. Der Flash ist auch älter als Tex Dixiger selbst, aber simples Spiel, guter Familienspaß. Daumen nach oben der Woche von Tex Dixiger. Da habe ich den ein oder anderen Rekord gebrochen. Ihr seht schon, Kids, hier ist alles, was ihr schon immer spielen wolltet. Motor Racing, Car Racing, Road Blaster, Outrun und das legendäre Outrunners im Doppelsitz. Warum heißt Pac-Man ursprünglich Pac-Man? Tja, die Amerikaner, die sind böse. Die Jungs sind natürlich hingegangen, der hat nichts Besseres zu tun, als aus dem P ein F zu machen. Und jetzt muss sich jeder zusammenreimen, was das bedeutet. Aha, aus Pac-Man wurde wegen dem F ein Pac-Man. Videospielkonsolenhistoriker Chris Atari. Dankeschön. Nirgendwo in der Welt verträgt sich Autofahren und Trinken, außer hier im Retro Games, da ist das alles legal. Das Retro Games ist ein perfekter Einstieg für einen Samstagabend. Hier kann man zocken, was das Zeug hält, bis die Discos sich langsam füllen. Der Eintritt ist eine kleine Spende, das war's. Alle Automaten sind auf Freispiel gestellt, das heißt zocken nonstop. Pac-Man, Pac-Man, Scrabble, Frogger, Donkey Kong, Joust. Alles, was das Zockerherz begehrt. Wie damals in den Ferien, irgendwo im Ausland, wo die Eltern uns 5 Mark in die Hand gedrückt haben. That's Retro, Baby! Wenn Sie schon einmal immer Flugzeuge abschießen wollten, im Retro Games sind Sie genau richtig. Retro Games ist gut für die Jugend. Say no to drugs, kids! Space Harrier. Entkommen in eine andere Welt der drogenfreien Psychedelik. Der legendäre Mortal Kombat im Double-Player-Modus. That's Kung Fu Fighting, baby! Hier kann man sinnlos seine Zeit verballern am Flipper, wie Tex Dixie das stundenlang macht.
Und wenn der mich langweilt, gehe ich doch einfach zum Indiana Jones. Hey Baby, it's Free Play. Ich bin tot. Retro Games ist viel mehr als eine Spielhölle. Hier ist ein lebendes Museum der Videospielkultur. Alle Automaten sind datiert und beschriftet. Original Werbeartikel aus den 80er Jahren und Videospielkonsolenhistoriker wie Leno Asteroids und Chris Atari.